Was geht ab, ihr Zocker? Und darf ich hier vorstellen, der Kollege hier, Entschuldigung, da. Das ist der Greif. Und warum stelle ich ihn euch so geil vor? Nicht, weil es ein neuer Charakter ist und ich dafür echt Geld bezahlt habe. Nein. Oder wir starten mal lieber so. Letztes Mal habe ich For Honor gespielt, habe dazu ein Video gemacht. Einfach ein bisschen Fun. Und mein Kollege Danzi hat dann sowas hier gesagt. Es ist so lächerlich, der Charakter. Tut mir leid, aber stark wie Shugoki, aber schneller, weißt du? Und Shugoki bleibt langsam. Ja, Bruder, also ganz Unrecht hat er da nicht. Ne, Ubisoft an sich For Honor, ein geiles Fighting-Game, so mit Klingenkampfspiel und sowas. Das Problem ist, hier ist der Power-Creep aber sehr stark. Was ist ein Power-Creep im Endeffekt, wenn du hier die Helden nimmst? So, die ersten vier immer einer Reihe, bis auf die ganz rechts, das sind ja Chinesen, ne, waren immer die Standard-Charaktere. Und alles daneben, das heißt also, hier, das, sind alles Charaktere, die man im Spiel dazu kaufen kann. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, neue Charaktere sollten was besser sein. Man könnte sie auch interessanter machen und das Moveset ein bisschen anpassen. Ja, sagen wir mal so, ich bin gespaltener Meinung. Ja, die dürfen ein bisschen besser sein, aber solche Charaktere können einfach alles, was so Standardcharaktere können, nur in besser am meistens noch und noch kombiniert. So, und meistens können diese Charaktere irgendwas kombiniert von irgendwelchen der vier alten Standard-Pappnasen. Und das ist an sich ja keine schlechte Idee, zu recyceln, aber es ist unfair gegenüber den anderen Charakteren. Und ich führe jetzt einfach mal den Greif, wie ihr seht. Stufe 1, also ich habe den wirklich noch null gespielt. Ich werde mir jetzt gleich nur mal kurz ein Training da reinziehen. Und danach werde ich einfach mal in die offene Lobby gehen. So, was hat der Typ denn hier? Circle Punch, Wasserkopfnuss, Roundhouse Kikeriki. Aufhören sofort! Schicksal der geflügelten Löwen. Da, was? Der hat da Das ist auch was. Wenn der aufleuchtet, hat der Damage-Schutz. Was ist das denn? Oha, wie schnell ist der denn? Ach du Scheiße. Das ist auch so. Die werden... Das ist ridiculous. Oh Gott, mir schwärmt schon nichts Gutes. Ich krieg gleich bestimmt eine scheiß Nachricht auf PlayStation. Oh Gott, mir schwärmt da nichts Gutes. Also was der für Kombos drauf hat. Guckt euch das mal an. Ach du Scheiße. So, dann wollen wir mal in ein Match gehen. Oh shit. Da hat noch einer einen Greif genommen. Da hat noch einer. Ist das ekelhaft. Boah, ich schäme mich schon. Junge, ich schäme mich, diesen Charakter zu spielen. Der hat den sogar schon gemeint. Er hat den gemeistert. Ja gut, das Spiel ist auch jetzt nicht so lang draußen, aber trotzdem. Junge, ich schäme mich überhaupt, den zu spielen. Warum habe ich mir das Halsband dran gemacht, wenn ich eigentlich gleich die Mütze einfach runterziehen kann, wenn ich blind zocken will? Wie wollt ihr beeindrucken? Komm her! Zone C. Oh Gott, Alter, als ob ihr einen alten Veteran damit beeindrucken könnt. Bist du runtergefallen, ne? Ey! Schuf bitte ich. Oh Gott. Der Greif ist... Der konnte nicht mal seine Rache aktivieren. Ich meine, wir haben zu zweit auf den drauf gebasht. Das stimmt, aber trotzdem. Das war so eklig. Junge, der war so schnell. Der schwarze Ritter, komm her. Was zum Henker? Junge, der kann nicht... Der kann nicht kontern! Ich meine, gut, der wurde halt trotzdem gestört. Deswegen möchte ich ja gleich noch ein Duell machen. Aber das ist auch schnell. Wie unfair das eigentlich ist. Bruder. Ah. Oh Gott, der kann gar nicht reagieren. Ey, Bruder. Ey, ich schäme mich so, ne? Ich schäme mich, den gekauft zu haben, ne? Wirklich, das ist ja moralisch absolute unterste Schublade. Bah. Und ihr müsst euch vorstellen, solche Charaktere stellt Ubisoft zur Verfügung. Na, das ist Pay to Win, ganz klar. Here comes the money. Money, 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 money. Verloren. Jetzt mal Rache. Oh, komm, bald Veteran, kannst du nicht platt machen. Tschüss, Kriegsfürst. Heilung. Oh Gott, der kann auch noch. Der ist auch noch voll der Support-Charakter. Ich schäme mich voll. Oh Gott. Komm her, schwarzer Ritter. Oh Gott, Alter. Der kommt gar nicht klar. Das ist doch nicht ehrlich.
Oh Gott, und weg. Alter. Ich meine, ich kann schon verstehen, es macht schon Spaß, aber es ist lame für jemanden, der andere Lieblingscharaktere hat. Es ist so lame und lächerlich. 20 Minuten später. Ja, Bruder, das meine ich auch. Das bedeutet Ubisofterisch, ne? Und bedeutet, das ist ein unfairer Charakter. Get ready for the next battle. Nope. Alter, der hat abgewehrt eigentlich. Der war in der Animation. Nope. Habt ihr das gesehen? So was darf nicht sein, Alter. So das darf echt nicht sein. Oh, Junge, durch die Minions. Selbst da, der macht mehr Minions platt als andere. Das ist eigentlich auch voll unfair. Und dann hatte ich Bock auf diese geile Herausforderung. Und damit wollte ich wirklich diesen Pay-to-Win-Aspekt mal wirklich ausprobieren und nur eine Runde blind gewinnen. Ich möchte jetzt unbedingt wissen, ob ich damit gewinnen kann. So, also ich laufe jetzt gleich zum Gegner hin und dann mache ich mir einfach die Mütze gleich davor. So. Hallo? Siehst du was? Nein. Also da bin ich jetzt gleich mal gespannt, ob das so funktioniert, ey. Eine Minute, 37 Sekunden später. Okay, also. Oh, er steht direkt vor mir. Perfekt. Ich sehe gar nichts. What the hell? Ich spam einfach die Tasten. Nope. Wollt ihr mich verarschen? Junge, ich spiele mit Mütze auf dem Kopf. Ich hab den platt gemacht. Ich hab ja nur gespammt wie so ein Scheißkind, aber trotzdem. Okay, also ich muss schon ganz ehrlich sagen, der Scheißgreif ist mega OP und dieser Power Creep, Mann, sieht die Spitze scheiße aus. Cut! Ja, jetzt sind wir schön aus dem Cut wieder rausgekommen und was kann ich dazu sagen? Also ich finde das ehrlich gesagt so eine kleine Frechheit, dass man wirklich Pay to Win in solche Spiele reinhaut. Finde ich ehrlich gesagt richtig scheiße. Das ist den Spielern gegenüber unfair, die wirklich dieses Spiel supporten wollen. Und ja gut, man muss fairerweise sagen, vorne macht das schon ständig, aber macht es das besser? Wenn du jetzt weißt, dass irgendeiner eine Bank ausraubt, macht es das besser, wenn er dann die Bank jedes Mal ausraubt und man sagt einfach, ja, der macht das sein Leben lang schon, ist schon korrekt. Besonders wenn es dein Sparkassenkonto betrifft. Okay, Joke jetzt beiseite. Dieses Pay-to-Win ist einfach scheiße und ich wünschte mir, Ubisoft würde das mal sein lassen, weil die schaffen es echt so. Ich will Ubisoft nicht mal wirklich angreifen damit. Die schaffen es schon, geile Spiele von der Idee her zu machen, nur an der Umsetzung hapert es leider. Was haltet ihr jetzt von Ubisoft und so diesem Pay-to-Win-Scheiß? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ich sage dann jetzt noch Tschüss, bis dann und hab noch viel Spaß beim Zocken.